Hallo Freunde, Nachbarn, Landsleute, willkommen zu einer neuen Portion Kailights. Und ein neues Schätzchen haben wir entdeckt in der Motorworld Köln-Rheinland. Festhalten, hinsetzen, anschnallen um ein De Tomaso Pantera GTSI. Für mich absolutes Traumauto, kenne ich noch, als ich als Kind damit Quartett gespielt habe. Und Micha ist, glaube ich, auch einverstanden, ne, Micha? Ja, und also von mir auch ein großes Hallo. Und du sagst ja immer Quartett, ne? Ich kann mich auch an meine Quartettzeit erinnern, aber ich kann mich nicht mehr an die Autos erinnern. Also ich glaube, ich hatte ja immer Porsche, was ich ganz gut fand, aber den hattest du in deinem Quartett. Genau, und jetzt lösen wir auch auf und zeigen das Ding mal. Ja, ne? Jetzt zeigen wir es mal. Es ist, du hast schon gesagt, was es ist, ne? Aber welche Farbe? Boom! Quietschgelb. Quietschgelb, ja, ganz genau. Ich finde ja, also ich kenne De Tomaso gar nicht so gut und wenn ich das Ding so sehe, würde ich ja sagen Lamborghini, oder? Ja, ist ja, ich weiß nicht, haben die nicht mal zusammengehört? Und früher gab es ja nur irgendwie Lamborghini und De Tomaso und ich bin da auch nicht so sehr der Fachmann, aber vielleicht wieder unsere User, die sich da mal melden können. Wie ist denn die Geschichte? Ich weiß nur, es gab ein De Tomaso Zonda, gab es mal, De Tomaso Pantera, also stimmt. Ein paar kenne ich, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall Molto Italiano und ich verspreche euch innen drin auch einige Überraschungen, aber sagen kann man ja schon mal 305 PS. Ne? Ja, 305 immer PS, recht interessant. Und das für diese Zeit, ne? Ja, ist verdammt viel. Wollte ich gerade sagen, das hat nicht jeder auf den Boden bekommen, ne? Verteilt auf 5 Liter Fünfganggetriebe. Und dann kommt noch hinzu, dass der, ja, natürlich, ich meine, keinerlei Elektrik dabei und so, das wissen wir alles noch. Radio ist aber drin, ganz interessant, aber wie das angeordnet ist, kleine Überraschung, zeigen wir euch gleich dann auch. Preis ist auch immer wieder ein Thema, deswegen auch nochmal festhalten, 350.000 Euro. 350.000 Euro kostet dieses Auto? Wahnsinn, ne? Also das ist echt Wahnsinn. 350.000 Euro kostet der heute noch? Viel Holz. Der hat doch nicht viel gelaufen, ne? 37.000 habe ich gesehen. Ja, also lohnt sich noch, aber ist sehr spartanisch, muss man sagen. Ja. Ist ein bisschen schwierig einzusteigen. Das Einsteigen weiß ich nicht, ob wir das filmen sollen, aber komm, wir gehen einfach mal rein. Machen wir. Machen wir jetzt wie beim Tauchen so, rückwärts einsteigen. Den Sitz kann man nicht nach hinten vorstellen. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich hier meine Beine so ein bisschen reinlongiere. Ah, so geht's jetzt. Klappt aber. Ja, klappt aber. Einmal sitzt aber so ein bisschen, also ich glaube für dich, Micha, wird es vom Kopf her eng. Aber der riecht gut. Ja. Ja. Das kann man, ich komme jetzt mal dazu und setze mich auf die andere Seite. So, Kai. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Meine Güte. Boah, da fährst du keinen Stau mit. Das stimmt, aber der Sitz geht, nee, die geht nicht weiter nach hinten. Ne? Nee, wieder. Sag ich doch. Also, Junge, Junge, da sind noch Türen. Ich sehne mich nach dem Fantazzi. So, schön. Laufen wir? Wir laufen, ja. Ja, dann willkommen im Innenleben des De Tomaso. Und für mich das Bemerkenswerteste sind erstmal zwei Sachen. Zum einen, wenn ich die Schaltkulisse sehe, das ist etwas, das, also da können sich ja die Jüngeren unserer User hier, um nicht zu sagen fast alle, an sowas gar nicht mehr erinnern. Da ist der erste Gang hier unten. Ja? Unten links. Unten links der erste Gang. Das ist da überragend, ne? Eben, da war doch das ist, damit du nicht in den Rückwärtsgang schaltest. Da gibt es diese Klappe, genau. Die macht man zu. Ich denke, das sah doch eben noch anders aus. Die macht man zu, damit man nicht aus Versehen in den Rückwärtsgang schaltet. Denn normalerweise hat man immer das Gefühl, der erste Gang ist hier. Mhm. Wäre jetzt fatal. Und deswegen macht man den zu, dann kommt man nicht drauf und weiß, hier geht's los, unten ist der erste, 2, 3, 4, 5, daran sieht man 5 Ganggetriebe. Das ist bemerkenswert. Und das zweite, ich habe es ja gesagt, was ich sehr bemerkenswert finde, aus Platzgründen, das sehe ich allein, wie du hier sitzt, Micha, hat man das Radio senkrecht eingebaut. Also das sucht seinesgleichen. Da weiß ich jetzt auf Anhieb nicht allzu viele Autos, die das Radio senkrecht eingebaut haben. Kennst du eins? Nee, ich kenne auch keins. Außer vielleicht mal so ein LKW oder so, dass der vielleicht noch sowas hat. Und das ist auch noch so eins. Kennst du die noch von früher? Ja, die kann man rausnehmen. Die kannst du mitnehmen, dann passiert sie geklaut wird. Damit sie hier geklaut wird. Ja. Geil. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Klasse. Das kenne ich noch aus meiner 18-jährigen Jugendzeit. Ich hatte auch noch mal so ein Radio. Aber guck mal, die Armaturen und Knöpfe, das ist schon recht aufwendig im Vergleich zu anderen Autos in der Epoche. Ne? Dann auch edles Holz hier.
weiß nicht, ist das Nussbaum, was ist es, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist eine gute Mischung, Armaturen sinnvoll angebracht. Ja, kannst du durchs Lenkrad sehen. Das ist ja auch immer recht wichtig. Aber es ist auf jeden Fall so. Lenkrad sehr griffig. Das ist wirklich ein Rennauto, ne? Ja, das ist ein richtiges Rennauto. Ich sagte, von hier bis nach Italien damit fahren? Nein. Also das wäre schon von hier raus auf den Parkplatz ist schon schwierig. Aber auch hier Rahmen, hier schön genäht, das Lenkrad. Aber hier schon Dingens, Klimaanlage und wie heißt es? Klimatronik. Ja, warum? Ja, also alles elektronisch, ja, hier, ne? Ja. Ist nicht mehr ja, mit so Regler. Eigentlich ist er schon recht weit, ne? Dafür, dass er bei mir im Kinderquartett mit drin war. Ja. Und der Besitzer sagte gerade, das Ding ist sehr, sehr laut. Richtig? Ja, deswegen dürfen wir nicht anmachen, sonst geht hier überall der Alarm an. Sonst geht hier überall der Alarm an, ja. Staumöglichkeiten, uns mal den Kofferraum angucken. Ja, machen wir mal. Machen, weil viel kann da nicht reinpassen. Erstmal müssen wir versuchen, hier wieder auszusteigen. Boah. Für beide, glaube ich, schwierig. Ja. Geschafft, Chef. Ja. Damit könnten wir aber nicht auf die Kühe fahren, oder? Nee. Weil wir können nicht aussteigen, wir könnten nur so entlang fahren. Das ist ein klassisches Auto zum Cruisen, aber sind wir mal ehrlich, für Größe, für Menschen in einer gewissen Körpergröße, schwierig ein- und aussteigen, aber wenn man einmal drin ist, wunderbar und es sieht natürlich schön aus und wer schön sein will, muss leiden. Ja, der Kofferraum geht sozusagen falsch rum auf, aber ich bin auch überrascht. Ich glaube, das würde für einen Wochenendurlaub nicht so ganz reichen, wenn man überlegt, da soll man noch ein paar Sachen mit reinnehmen, da passt gerade mein Necessaire mit rein, also so mein Kosmetikbeutel, mehr würde da gar nicht reinpassen. Aber ist ja auch nicht gedacht, normalerweise, wenn man so ein Auto hat, dann schickt man das Gepäck doch vor oder lässt das jemand hinterherfahren. Ich glaube auch, dass es verdammt warm hier drin wird, wenn ich da die Lüfter sehe von der Kühlung, der bläst ja die ganze warme Luft dann hier rein, deswegen ist es wahrscheinlich hier auch, wie sagt man, gedämmt. Ja, und da sind ja auch noch mal so Luftritzen, wo die Luft rein kann. Und ich glaube, Kai, die Haube geht so rum auf, wegen, das Auto ist ja sehr, sehr schnell. Und früher haben die gesagt, wenn so viel Wind runtergreift, kannst du Pech haben, dass dir die Motorhaube wegfliegt. Und dann werden die wieder vorne geflogen. Ja, das mag sein. Das passiert ja immer wieder, auch heutzutage. Toi, 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 Gott sei Dank mir noch nie. Aber wenn eine Motorhaube wegfliegt, man sieht plötzlich nichts mehr. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist ein Gefühl, das möchte man nicht haben. So, was steht hier nochmal? Motornummer? De Tomaso, 1,6 Tonnen wiegt das Ding. Das ist nicht viel. Das ist nicht wirklich viel. Nee. Aber ich weiß nicht, im Vergleich, man müsste das heute mal im Vergleich zu den Supersportwagen stellen. Ja, 1,3, 1,4, dann wird er wahrscheinlich wieder viel. Aber er ist auch einigermaßen ausgerollt, muss man ja sagen. Hm. Man kann hier ein bisschen Bleigewichte reinlegen nochmal, Platz dazu. Ja, Heck haben wir noch nicht gesehen. Genau. Heckflügel verdient auch den Namen. Es gibt ja welche, da sagt man Heckflügel und ich frage mich immer, warum sagt man nicht Flügelchen? Aber das ist ja ein richtiger Klotz hier, der erinnert ja auch so ein bisschen an den R40. Also der gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde das Auto von hinten eigentlich schöner als von vorne, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wenn ich mir dann von hier auch so das Fenster angucke, so diese Schießscharte. Also der hat was zutiefst Aggressives, aber ohne unfreundlich zu sein. Kai, ich finde, egal welches Auto du nimmst, jetzt sagen wir mal aus unserer Jugend, kann ich auch sagen, die sehen dann immer jetzt irgendwie alt aus. Aber Sportwagen, die sehen immer geil aus, oder? Ich wollte dich gerade unterbrechen, das wäre nämlich mein Fazit gewesen, dass man, wenn man zurückblickt, sagt, das sind ältere Autos, naja, finde ich nicht mehr so toll, aber Sportwagen, jeder in seiner Epoche, sieht einfach geil aus. Also vielleicht ist nur unser Geschmack, aber ich sehe es ganz genauso, weil das Ding, also wie gesagt, von immer hinten schick, Traum immer ist immer noch schick und finde ich, ja, das kannst du immer noch irgendwo hinstellen und es ist auch immer ein Hingucker. Ja, das stimmt. Ja, somit kommen wir zum Fazit. Ja, Fazit, also wir haben ja einfach nur mal so drüber gesprochen. Ich würde den gerne mal fahren. Sollen wir uns den Motor noch einmal kurz angucken? Ja, dann mache ich mal meine Krafteinheit heute hier, den Flügel hoch und siehe da, wir sehen, was wir nicht sehen, es fehlt zumindest hier der Motor, der ist etwas weiter vorne. Jetzt wissen wir auch, woher der Name Mittelmotor kommt. Und dann ist mir auch jetzt schon klar, im Nachhinein, dieses Auto braucht keine Sitzheizung, weil das wird, wenn man länger fährt, garantiert verdammt warm. Aber die gute Nachricht ist, ich könnte doch noch ein paar Klamotten hinten reintun. Also das ist der Wagen mit den zwei Kofferräumen und dem Mittelmotor. Unser Fazit, dann doch praktischer, als wir gedacht haben. Ja, schade, Kai. Ich hätte gerne den Motor gesehen, aber
Ich hätte ihn noch lieber gehört. Ja, so ist es aber, dann fliegen hier nämlich die Lampen raus und der Alarm geht an. Das wollen wir nicht, aber wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, ja. Der De Tomaso. Schreibt es doch mal, was haltet ihr von den Autos und nochmal zur Geschichte De Tomaso Lamborghini und überhaupt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dafür sind wir da, um dann die Antworten zu geben. Genau, es könnte ja bald mal wieder ein von A nach B kommen können. Ne? Genau, jetzt ist das Wetter wieder schön, können wir wieder mehr Auto fahren. Ja, richtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.